Es ist Sonntag, der 11. Juli 2021. Ich bin am Mutzkopf oberhalb von Nauders und wandere zum Dreiländereck. Hier treffen sich die Länder Österreich, Italien und die Schweiz. Ich bin hier auf circa 1800 Metern. Und am Anfang geht's bergab. Blick ins Engadin. In aufwärts. Der Weg geht vorbei an einem Hochmoor. Da hinten oben war die Bergstation, der Mutzkopf. Es geht wieder bergauf zum sogenannten Schwarzen See. Und das ist er, der Schwarze See. Der Weg hierher war leider eine mehrfache Berg- und Talbahn. Es geht weiter zum sogenannten Grünen See. Und das ist der Grüne See. Und da oben ist das Dreiländereck.
ich habe noch einige Höhenmeter vor mir. Ob sich das heute noch ausgeht, jetzt bin ich hoch genug. Da kann's nicht mehr weit sein. Und hier herum gibt's noch Almrosen. Und an diesem Punkt treffen sich die drei Länder. Links die Schweiz, oben Österreich und rechts vorne Italien. Blick Richtung Norden. Und Richtung Westen ins Engadin. Ich verabschiede mich von hier oben mit Blick auf die Nauderer Berge. Da muss ich jetzt hinunter. Der Weg bis hierher waren circa 3 Stunden Fußmarsch. Links unten der Inn. Vom Dreiländergrenzstein hat man nur in 2 Länder hinunterschauen können, in die Schweiz und nach Österreich. Um auch nach Italien oder besser gesagt nach Südtirol schauen zu können, muss man den Berg umrunden. Und hier kann man hinunterschauen auf den Reschensee. Und das ist noch einmal der grüne See. Hier gibt's noch eine Rast. Zurück in Nauders. Nach 6-stündiger Wanderung ist mir dieser Brunnen sehr willkommen. Die beiden Seen waren wunderschön. Den Dreiländergrenzstein muss man nicht unbedingt gesehen haben.
Das hätte ich mir sparen können. Wenn ich dort umgedreht wäre, wo man zum Reschensee schauen kann, das hätte auch genügt. Ich sage gute Nacht.